Guten Abend und herzlich willkommen zu einer Nasiste-Sendung, die unter Umständen eine sehr chaotische sein könnte. In ganz Deutschland war, glaube ich, ziemlich schönes Wetter heute. In München sah es so aus. Und das, obwohl wir heute vorhatten, ein Open-Air-Nasiste zu machen. Da bedurfte es dann schon der Kollegen vom Teleass, die hier gerade proben für ihre Sendung morgen Abend. Die sagten, okay, heute Abend dürft ihr Nasiste bei Teleass machen. Die Frau Reiber haben sie uns nicht überlassen, aber immerhin das Studio. Dafür einen schönen Dank. Unser erstes Thema, Nasiste, eben haben wir es schon gesehen, Tanzen ist angesagt. Es gibt nämlich nach dem Dirty Dancing Fieber einen neuen Tanz. Der Tanz an sich ist alt, aber einen neuen Film, der sich ab morgen mit diesem Tanz beschäftigen wird. Das ist der Salsa. Wir machen jetzt 1:30 mit einer Münchner Tanzschule, dass wir üben, wie geht dieser neue Salsa-Tanz. Petra und Christine, könnt ihr es mir beibringen? Es wird schwer. Ich sag's euch gleich. Okay, wir probieren es. Gut. Grundstellung? Der Herr steht der Dame gegenüber. Das schaffe ich gerade noch. Nimmt sie schön um die Mitte. Vielen Dank. Um die Mitte, nicht in die Mitte. Ja. Richtig, so, richtig. Festnehmen. Also man darf sich was trauen. Darf ich etwas näher ran? Ja, ein bisschen. Das ist nicht das Herz. Wunderbar. Und jetzt gut. Musik. Jetzt gehst du mit dem Fuß vor. Mit dem vor, ja. Und zurück. Ja. Und stehen. Jetzt gehst du mit dem Fuß vor. Mit dem vor, ja. Mit dem zurück. Aber du siehst meine Dame dabei an, du siehst jetzt hier in die Augen. Die Dame. Jetzt machst du deine Füße immer das Weiße. Ich meine Füße nicht mehr. Die Beine gehen automatisch, du schaust sie an, du bist verliebt in sie, es ist deine Geliebte. Ehrlich? Schaust sie lüstern an. Lüstern an? Ja. Also, ich war noch nie in meinem Leben erotisch. Und Tanz dann eines Liebespaars. Ah, ja. Und du darfst mit den Hüften schön schwingen, kreisen. Ja, aber die Arme dabei ruhig das halten. Das lässt noch etwas zu wünschen. Ja. Ich denke, der Tanz ist so erotisch. Ich sehe da immer, dass die so machen. Ja, wie machen wir das? Wunderbar. Du musst die Arme fest um die Teile packen. Oh, und wer von uns bitte? Jawohl, und schön runter. Es gibt Leute, die das geringfügig besser können. Und das sind die Hauptdarsteller aus dem Film Salsa. Morgen der Bundesstaat. Ein Ausschnitt. Boss, das ist die Party des Jahres. Und ich werde gekrönt zum König des Salsa. König der Spinner, klar? Konzentrier dich auf deine Arbeit, Rico. Oder du wirst hier raustanzen, und zwar ganz schnell. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Erleben Sie heute zum ersten Mal in Puerto Rico, live auf der Bühne, Mr. Dynamite, Mr. Wirbelwind, den am schwersten arbeitenden Mann im Showbusiness. Sie nennen ihn den König des Salsa. Er hat viele verschiedene Namen. Und jetzt einen herzlichen Beifall, Leute. Heißt ihn stehend willkommen, Mr. Puerto Rico, Rico! Knock it down, step on my face, slam my name all over the place. Doing a thing that you want me to, but I'm honey,
step in my shoe now, don't you? Step on my blue suede shoes. Do anything to lay off my blue suede shoes. Aus dem Film Salsa, Robby Rosa. Hallo. Puerto Ricaner ist er, aufgewachsen in New York, 19 Jahre alt. Wenn man deinen Film sieht, dann geht man raus und auch wenn man so wie ich überhaupt keine Ahnung vom Tanzen hat, man hat einfach Lust. Aber gleichzeitig sieht man, wie perfekt du das machst. Muss man, um Salsa so gut zu können, im Grunde schon als ganz kleines Kind das richtig gehende Blut haben? Well, usually when I was, as you grow up, ja, weißt du, wenn du größer wirst, wird Salsa eigentlich zu deinem Lebensstil. Und in meinem Land, in Puerto Rico und in ganz Lateinamerika, sind wir damit aufgewachsen, mit dem Tanz. Und deswegen konnte ich hier meine eigene Persönlichkeit mit reinbringen. Und jeder hier kann das Gleiche. Wir haben eben gehört, man muss in gewisser Weise lüstern sein, man muss erotisch sein, man muss seine Partnerin anschauen. Können wir eine kleine Übung machen, wie man lüstern schaut? Wir nehmen diese Kamera. Also ich würde es so versuchen. Oh, looking lustily into the camera. I don't know. Lüstern? Ich bin so schüchtern. Es geht nicht richtig. Also man muss einfach eine Verbindung zu seiner Partnerin haben oder könntest du auch mit deiner Schwiegermutter tanzen? Salsa. Could I dance to what? Mit deiner Schwiegermutter. Could you dance with your mother-in-law? Oh, could I dance? Sure, I can. Ja, klar kann Salsa. Ich das. Salsa. Salsa, yes. Ja, sicher kann ich das. Warum nicht? Aber deine Partnerin in dem Film, das ist deine tatsächliche Freundin, weil man merkt irgendwie, dass unheimlich viel rüberkommt. Oh, yes, she's my girlfriend. Richtig, sie ist meine Freundin auch im Leben, im echten Leben. Ich liebe sie. Sehr. Prima, aber du würdest trotzdem mit der Petra und den anderen noch etwas Salsa tanzen? Yes, definitely. Prima. Ganz Danke sicher, dir. Warum nicht? Und zwar Musik, Puerto Rico. Danke dir. Sorry, thanks. Then my heart would stay forevermore. High on the dream, I'm still believing. Say you'll be mine. My Puerto Rico, hold me tonight under the stars. Puerto Rico, where I belong, there in your arms. Puerto Rico, la la la. Que vuelva y quiero luchar.